Ach ja, im Original Ocarina of Time konnte man den Dungeon in einem Zug durchspielen. Da gab es die Master Quest Auktion noch nicht. Genau. Okay, wir gehen erstmal weiter. Ich hätte jetzt als Vermutung mit Longshot irgendwas zu machen. Okay, da ist direkt ein Augenschalter. Ist das mal das Einzige, was wir haben? Okay, gucken wir mal. Was macht denn der Augenschalter? Und ich hätte gesagt, wir brauchen die Bombe, oder? Nee, das, was ist denn da? Das ist noch ein Schalter. Wofür brauche ich die Bombe? Ah, okay. Okay. Jo, das wird fieses Timing, Alter. Okay, alles klar. Let's go. So, also zack. Zack. Nee, das war schlecht. Können wir gleich nochmal machen. Können wir gleich nochmal abwarten. So, okay. Also das muss wirklich echt schnell gehen hier. Jo. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Nice. Okay. Hallo Kuh. Eine Kuh, die sagt Mu. Was ist passiert? Was passiert? Ah, okay. Ah, hey, das ist halt so geil. Leute, guckt mal. Also, gell? Das Spiel ist so ultra fies. Also, es ist echt schwer. Einige Stellen echt hart. Fiese Rätsel, krasse Sachen. Aber es ist fair. Es ist echt fair. Du hast jetzt einfach einen Shortcut bekommen und kriegst viele Feen hinterhergeballert. Muss man einfach dazu sagen. Muss man einfach dazu sagen. Ne, warte mal. Liebe Kuh, gibst du mir Milch oder ein Item? Ich bin gespannt. What a nice song. Okay, wir kriegen nur Milch. Ah, ja, ich hätte jetzt halt hier mit der Bombe, ne? Ich habe die Bombe gar nicht gesehen. Ich hätte mit der Bombe einfach runterspringen können. Dann hätte ich mir das sparen können vorhin. Okay, war doof. War doof. Hm. Na egal. So, Frame-Einbrüche. Weiter geht's. Okay, wir sind jetzt an einer anderen Stelle. Ah, Fledermaus. Zack, zack, tschüss. Okay, hier ist halt auch ein Enterhakenpunkt. Wenn man als Erwachsener zurückkommt, kann man hier auch einfach halt... Zack, ne? Ist auch voll geil eigentlich. Okay, Shortcut. Für den jungen Link. Bomben. Feuer. Ist halt die Frage, mache ich diese Kiste, also dieses Feuer aus mit dem Augenschalter? Wie machst du die Augen an? Also da ist eine Bombe, mit der muss ich das halt machen. Wird halt auch schwierig. Wird interessant werden. Okay. Ja, das war schlecht. Tüdülü. Das wird, ja, das kann hart werden. Das war gut. Nee, das war nicht gut. Was? Hä, ich hab voll reingeworfen. Ich hab voll reingeworfen.
Ich bin geschockt. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, so mache ich's. Genau so. Link, guck mal in die Bombe. Mann! Nee, du triffst das Auge nicht. Wie wäre es als Bestrafung mit Rückwärtsreden? Oh. Kannst du Rückwärtsreden einfach so? Mensch. Okay, wisst ihr, ich mach's anders. Ich mach's anders. Ich mach's so. Dann muss ich halt mit dem Fahrstuhl nochmal hochfahren, aber dann... Ich hoffe, das klappt dann so. Ah! Was war das? Link, was machst du? Ja, aber sehr langsam. Okay, warte mal, ich versuch's mal. Nee. Ich glaube, das kann ich echt nicht. Ich glaube, lesen könnte ich's, aber ich glaube... Ich glaube, das kriege ich nicht auf die Ketten. Wenn ich mich aufs Spiel nebenbei konzentrieren muss, kriege ich das nicht auf die Ketten. So. Ja. Heute hat der Junge kein Zielwasser getrunken. Danke. Das war all das billige Zielwasser. Reicht das? Ja! Juhu! Hinstellen A drücken hätte ich, glaube ich, gereicht beim ersten zumindest. Okay. Aber wir haben es geschafft. Rasten an die Kante ablegen. Wäre vielleicht auch möglich gewesen, ja. Okay, aber wir haben es jetzt erstmal geschafft. So. Wir kommen weiter. Ich bin gespannt auf den Boss, wie der aufgebaut ist. Boski. Boski Hammer. Bombe brauchen wir. Ich hoffe, die kriegen wir da oben irgendwo. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nö, ich sehe erstmal nichts. Dann weiter geht's. Da. Will denn einer mal wieder seinen Wurf benutzen? Um mal wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Was ist eigentlich mit euch hier? Okay, der ist real. Kann ich den eigentlich töten? Nö, macht ihm gar nichts aus. Okay. Okay, Master Raji, trade am... Oh Gott, was? Ah! Oh Gott, ich bin gerade perplex, warte mal. Den muss ich schieben. Und dann muss ich den Rückwärtssalto bestimmt... Was? Wie lange dauert das bitte? Oder komme ich da vielleicht da hoch? Das geht vielleicht auch. Nein! Ich nehme diese Statue und schiebe sie an die Wand. Dabei versuche ich zu lassen keinen Rand. Jetzt mache ich einen Rückwärtssalto und komme auf die Statue rauf. Muss ihn nochmal machen. Und muss aufpassen auf das Stachelding mit seinem dicken Lauf. Shit, ich komme da gar nicht hoch. Was mache ich denn jetzt nur? Ich dachte, es funktioniert. Aber nicht beim ersten Versuch. Das war schlecht. Okay, warte, ich nehme es zurück. Ich versuche es nochmal. Drehe mich um. Und springe auf die Wand im Original. Das hat funktioniert. Ich springe hinunter. Die Stacheln bewegen sich. Jetzt bin ich munter. Ich schieße an das Auge. Es öffnet sich ein Pfad. Ich glaube jedoch, dieser wird sehr hart. Ich muss so viel denken. Im Spiel und auch im Reim. Mein Kopf fängt an zu platzen. Vor lauter Gereim. Ich öffne diese Türe und hoffe, ich finde was Schönes. Doch werde ich überrascht von einem Geist und einem Stalfos. Gefangenschaft ist nicht so famous. What? Okay.
Wir haben Milch. Wir haben Milch am Start. Doch auch mit Milch wird es sehr hart. Ich denke, dieser Stalfos wird uns Schwierigkeiten bereiten. Wenn ich ihn nicht bezwinge, werdet ihr nicht liken. Au! Komm, zeig mir dein Schwert. Du olles Skelett. Shit! Ich bin tot. Und jetzt auch noch fett. Oh Gott! Ich darf drehen. Oh. Konferenz der Untoten. Kein Flascheninhalt benutzen. Macht es auch nicht besser. Okay. Übersehe Susannes Drehwunsch nicht. Auf den Reimers und Schluck Kaffee. Okay. Zum Glück haben wir ja schon relativ viele Shortcuts. Das war's dann mit der Milch. Ja, leider schon. So, Herzchen. Oh, der hat viele Herzchen gegeben. Nice. Das Reim hat dich getötet. Ja, ich glaube halt auch. Es ist halt, wenn du dich auf sowas konzentrieren musst, dann, ey, dann bist du voll aufgeschmissen. Tipp von mir. Nicht reimen. Okay, wir versuchen es nochmal. Mein Tipp, Mirakelwip. Bestrafung. Mit Bestrafung sich eine Kurzgeschichte zu Charakters, die dir begegnen, ausdenken. Die Milch wird wohl für immer ungenutzt bleiben. Tipp von mir, Deko-Schild bei Stalfos, du kannst die Bewegung... Ah, okay. Hast du recht. Mach ich gleich. Das könnte auf jeden Fall besser werden. Kurzgeschichte ausdenken. Also, sprich, sowas wie... Kennt ihr diesen einsamen Stachel, der hier herumfährt? Das ist ein Beyblade. Und ja, er ist halt sehr einsam. Er wurde von seiner Familie verstoßen. Normalerweise hat er im großen Königreich von Stachelonien gelebt. Aber seit seiner Verbannung musste er sich hier zu den Goronen zurückgesellen und dient hier als Wache vor Eindringlingen. Denn die Goronen möchten ja ihr Wert volles Felsenfilet schützen, was hier abgebaut wird. Und ja, diese Stachel-Beyblades haben sich quasi mit den Goronen verbündet und beschützen jetzt ihr Fleisch. Dafür dürfen sie in dieser Höhle leben. Ja, sowas in der Art? Geil, ne? Geil. Okay, Stalfos. Wir wechseln mal kurz aufs Schild. So, wir machen erstmal schnell den Geist weg. Das Gute ist ja, irgendwie... Stachelonien, ja, geile Stadt. Ist alles voller Stacheln halt. Und du solltest dich da nicht hinsetzen. Tut am Arsch weh. So, zack und tschüss. So, mein Freund. Jetzt gibt's Revanche. Komm her, mein Freund. Bam. Au. Bam, bam. Boah, der hält so viel aus, so nervig. Bam. Jo, der war gut. Aber den ganzen Tag nur sehen tut doch den Rücken nicht gut. Den ganzen Tag nur sehen? Wie meinst du das? So, wir kriegen ein Item. Was wird es sein? Ja, die Bombentasche. Leute, mir fällt gerade so viel ein, was wir mit der Bombentasche machen können.
Wir können jetzt den Kukiri-Shop freisprengen. Geil. Kukiri-Shop. Oh, Bomben. Leute, Bomben. Oh, ich freue mich. Ich habe gerade mein Mikrofon geschüttelt. Ein Beyblade-Spin-Off. Ja. Ja, genau. Oh, Mann. Bomben. So. Was haben wir hier? Gar nichts. Okay, wir gucken mal kurz rein. Bomben. Gucken wir hier noch ein paar Nüsse. Ein Herzchen sogar. Schön. Über Link und den Weggefährten plus alle, die er trifft. Ich glaube, alle Shops verkaufen das gleiche, außer die Soras. Woher weißt du das, Chris? Woher weißt du das? Warum haben wir nur 10 Bomben? Hä? Warte mal. Nee, 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 nee. Normalerweise fängst du mit 20 an. Shit. Das ist so mit Absicht so gemacht wieder. Einfach nur das Spiel wieder schwerer machen hier. Okay, wir haben Bomben. Was machen wir denn damit? Und die Frage ist, wie komme ich jetzt hier raus? Macht das was? 10 ist besser als 0, das stimmt. Da passiert nichts. Au. Your Schild ist gone. Okay. No, mein Schild. Scheiße. Und jetzt komme ich. Hä? Ich komme auf das nicht drauf. Ah, warte, war. So, zack. Erzähl dir, ihr könnt ein Hörspiel aufnehmen. Mit Beyblades. Hä? Habt ihr irgendwas gesehen? Wie ich hier wieder rauskomme? Du könntest jetzt eines der 100 Deko-Schild. Ja, warum hat sie. Ah, okay, da oben. Ich sehe schon, Leute, ich sehe schon. Danke! Warum hat Link sich denn keinen Ersatz eingepackt? Ich verstehe das nicht. Okay. Wir können das hier ausmachen. Wir können. Ah, okay, stimmt, klar. Wir haben das ja vorhin auch schon ausgemacht damit. Wir müssen mal kurz versuchen, da hoch zu kommen. Ich vermute über den. Nein, der ist unecht. Hey, jetzt bin ich gerade verwirrt. Gott. Also ja, wir könnten die jetzt ja besiegen, ne? Okay, wie komme ich denn? Ja, so ein Rätsel machen wir dann sofort, wenn wir Boss geklatscht haben. Das machen wir dann. Oh Mann. Also ihr seht, die Stacheltypen, die machen auf jeden Fall ihre Arbeit echt gut. Sind super Typen. Kann halt auch sein, dass wir da die Skulltier auch erst holen können, wenn wir Enterhaken oder so haben. Hol den Schild. Ja, okay, das können wir nachher noch machen, Susanne. Den Schild holen, wo wir den Stein weggezogen haben. Das machen wir nachher noch. Okay, wir haben jetzt Bomben. Das heißt, wir können zum Boss. Mit 10 Bomben. Ist auch nicht so geil. Flascheninhalt dürfen wir immer noch nicht benutzen. Okay, aber wir können den Boss machen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal. Vielleicht als Erwachsener. Also als Erwachsener könntest du halt dann auch einfach mit dem Enterhaken beziehungsweise auch später mit dem Bumerang als kleiner Link nochmal zurückkommen. Da kannst du auf jeden Fall auch nochmal ein paar Skullies holen. Denke ich zumindest. So, wir gucken mal. What has happened? Zack. Was kriegen wir hier Schönes? Bomben, sehr schön. Und damit 2 Herzen auf in den Bossfight, würde ich sagen. So, wird er mehr aushalten? Das ist die Frage. Mit Sicherheit. Goma hat auch mehr ausgehalten. Wir haben halt keine. Wir haben nicht viele Deko-Sticks. Ich drehe frei, somit kannst du drehen. Okay, Gogando möchte drehen. Let's go. Bitte nichts Schlimmes jetzt. Oh Mann. Okay. Das heißt da auch keine Sprungattacke. Ba-ba-ba-ba. Ich darf keine Sprungattacke benutzen. Das ist nicht easy.
Mano. Wäre geil irgendwie, wenn die noch so einen extra Mode eingebaut hätten, dass der übelst ausrastet, der Typ hier. Jetzt dauert es halt echt lange. Richtig lange. Sudoku ist easy, ja. Aber mit Schulter oder Schultertaste dauert das jetzt halt ewig. Normalerweise zwei Treffer. Aber jetzt halt nicht mehr. Mano. Und dann hat er wahrscheinlich auch erhöhtes Leben. Wird sich halt letzte Weile im Kreis drehen, der Typ. Okay, war's. Alles klar. Stell dir vor, der kleine Ding mit Pikorun-Schwert. Ja, ich kann's ja leider nicht benutzen. Wir haben's ja. Wir haben ja das Pikorun-Schwert. Wir könnten es einfach ausrüsten, wenn wir es hätten. Wenn wir groß wären. Ja, okay, der war ja echt easy. Ist ja nicht die Schuld von Link, dass die Kokiri nur einen kleinen Dolch als vernünftige Waffe haben. Er hat ja ein Schwert. Er ist nur nicht stark genug, es zu benutzen. Hier, guck mal. Da hat das doch. Ich weiß nicht, warum er es nicht benutzt. Also da muss er halt mal ein paar Liegestütze machen, ne? So. Leute, wir haben einen neuen Herzcontainer. Wir sind wieder stärker geworden, ein Stückchen. Sehr, sehr schön. Ah, cool. Geil. Der nächste Dungeon ist abgeschlossen. Dungeon Nummer 2. Also wenn wir jetzt immer 2-3 Stunden brauchen, um einen Dungeon abzuschließen, dann wird das Let's Play auf jeden Fall schön lange dauern, sag ich euch.